Herzlich willkommen zur nächsten Folge Assassin's Creed Valhalla. Ich bin zurück und ich sehe Ivor immer ähnlicher. Ich glaube, ich muss langsam mal wieder zum Friseur, zum Wikinger-Friseur, würde ich gerade sagen. So langsam könnte ich mir ja auch so einen Wikinger-Zopf machen. Ich sag ja, ich verwilder hier langsam, wenn ich das Spiel weiterspiele. So, wir sind zurück mit Ivor und ich muss mal gucken, wo wir eigentlich stehen geblieben sind. Wir sind in East Sexe, genau. In East Sexe sind wir stehen geblieben. Wir haben uns schon mal ein bisschen was angeguckt, nämlich ein, zwei Sachen. Das Salzwerklager, da müssten wir eigentlich mal hin, aber das lassen wir mal gepflegt weg. Wir kümmern uns und um die Hauptquest, weil wir wissen ja, wir werden sonst gespoilert. Ich möchte unbedingt hier in diese große Stadt. Das sieht sehr ruinig aus. Ich denke mal nicht, dass das nur Ruinen sind. Ich gehe mal davon aus, wir haben viele Häuser, Burgwälle etc. Hier ist auch nochmal eine kleine Festung innerhalb der Festung. Und wir müssen auch mal reden, was da eigentlich los ist. Ich möchte aber trotzdem gerne mal zu König Eswins Grab. Weil wir sind schon mal auf dem Weg dahin und ich denke, ein kleiner Besuch schadet nicht. Und dann würde ich sagen, direkt zur nächsten Quest. Hier unten ist auch noch was. Mann. Nee, wir machen das. Eswins Grab und dann weiter. Wir lassen uns hier schon wieder ablenken. Ne? Wir holen uns mal. Nee, mit dem sprechen wir nicht. Wir holen uns mal unser Pferd. Es ist übrigens schon wieder dunkel in dem Spiel. Es ist unfassbar. Es ist gefühlt, es ist wirklich nur dunkel. Gucken wir mal, was uns da erwartet. Grab ist ja immer, finde ich, irgendwie so ein bisschen gruselig. Ich finde auch, dass dieses Spiel an manchen Stellen so pseudo-gruselig ist. Das muss es gar nicht sein. Ach, ich weiß nicht. Also irgendwie versucht dieses Spiel in gewissen Punkten... das ist ein Hügelgräber, oder? Bewachte Hügelgräber. Ich sehe schon. Okay, bewachte Hügelgräber. Hügelgräber, gibt es ja dann dort häufig mal in Norddeutschland zu sehen. Da, wo ich herkomme. Ist ganz cool. Kann man sich auf jeden Fall mal geben. Das sind aber hier mit Geweih. Toll. Das war mal neuer. Den hatten wir noch nicht. Ich glaube, ich werde hier zum Finisher-Move Einsammler. Jawoll. Jo, abgeräumt, würde ich sagen. Das ging auch mal wieder relativ gut. Es macht langsam Spaß, mit Ivor diese Finisher-Moves zu machen. Das gefällt mir gut. Ach, komm. Das ist das, was ich meine. So, dieses Pseudo... komm. Hier. Hab nochmal ein kleines Rätsel. Was ich finde, halt wirklich einfach nur Zeit kostet. Und unnötig Zeit, weißt du? Das ist ja nicht so, was das... auch irgendwie spannend macht oder dass es irgendwie zum Spiel beiträgt, dass hier diverse Rätsel sind, dass nicht alles abgeschlossen ist, dass man Schlüssel geholt werden muss, das kann ich noch verstehen, aber dass dann irgendwie so eine Wände sind, die wir jedes Mal, was auch völliger Quatsch ist, als ob die das so vergraben würden, dass wir hier mit einer Wand, mit dem Wasser das aufbrechen müssen. Das ist irgendwie alles, ach, manchmal wünsche ich mir, wäre weniger mehr. Und wir finden übrigens auch wieder Kupfer in der Gebarre. Damit hat sich eine Frage dann auch geklärt. Verblasste Inschrift. Eswin West, sechster Sohn des Senfo, seinerseits Enkel des Gutfields. Hier liegt er begraben mitsamt seiner Schätze. Denn er hat den verfluchten mörsischen Einring Ulfere besiegt. Ah ja. Ja, und wir haben jetzt seinen Kupfer in der Gebarre geholt. Ach nee, wahrscheinlich ist das hier der Grab, ne? Krass. Ja, das ist diese Hügelgräber. Finde ich eigentlich ganz cool. Haben sie, das kommt viel zu wenig vor eigentlich. Hügelgräber eigentlich weit verbreitet. Ist eigentlich nichts Außergewöhnliches. So, und wir haben wieder tausende Kupfernickelbarren. Das ist schön. Und wir haben nochmal Runen bekommen. So, Pferdchen, komm. Wir haben einen Auftrag. Und zwar direkt zur Hauptquest. Da hoch. Ohne Umwege diesmal.
Wir haben schon genug Umwege gemacht. Wir werden wahrscheinlich wieder 500 Artefakte und sonstiges finden auf dem Weg. Wölfe sind natürlich hier auch wieder weit verbreitet. Sowieso, Wölfe gibt es in England sehr, sehr viel. Wildschweine sowieso und auch den einen oder anderen Elch. Ich finde auch da wieder, oh Gott. Sind das... Ach ja. Natürlich finden wir hier noch außerhalb der Stadt Sachen. Dann gucken wir uns die mal an. Da ist übrigens die Stadt. Ich gehe mal fest davon aus, dass wir... Oh, jetzt auch noch mit dem Nebenquest. Ich meine Güte, ja gut, dann machen wir erst die Quest. Aber warum nicht? Wir sind ja flexibel, so ist es ja nicht, ne? Wir steigen wir aber mal ab. Oh, was ist das denn Neues? Das haben wir noch nicht. Was ist das? Was ist das denn? Ist das so eine Art Angelherausforderung oder was müssen wir machen? Ist das hier direkt über uns oder was ist das? Warte mal, was war denn das nochmal? Hatten wir das schon mal? Alter Keller. Der ist hier irgendwo unter uns. Lass uns mal hier reingucken. Wir nehmen mal eine Fackel. Müssen wir hier was machen? Naja, das scheint hier irgendwie eine Art... Ach doch, das hat... Das hatten wir doch auch schon in dieser anderen Festung. Ah, hier ist wieder Gift. Da wollen wir nicht runter. Wir schwingen uns mal für den Ast hier. Ich sehe halt nichts, ne? Dann lass uns mal die Fackel ausmachen. Fast schon besser ohne Fackel als mit, hä? So, wo geht's hier hin? Führ mich zum Schotter. Frage ist sowieso, wo sind wir denn überhaupt? Wir bewegen uns eigentlich immer weiter weg, ne? Egal. Wenn wir schon mal da sind, sind wir schon mal da, ne? Hä? Ja, was wir hier finden sollen. Ja. Da sind schon mal Sachen, tatsächlich mal. Irgendwie... Gewisse Beschreibung wäre mal ganz nett. Was wir hier eigentlich tun. Ist das ein... Ist der was im Wasser? Total, okay, cool. Also es scheint ja schon so, dass hier was zu holen gibt. Wir wissen zwar noch nicht was, aber irgendwas wird es hier geben. Wir laufen auch gefühlt schon ewig weit. Aha! Aha! Na hallo, wo sind wir denn jetzt hier? Was mich hier wohl erwarten wird? Ja, das frage ich mich auch. Das Horn von Bran gellet aus dem hohen Norden, im Norden. Hier liegt ein durstiger Riese. Sein Mund sehnt sich nach einem Trank. Stille seinen Durst zehnfach, um seinen kostbaren Schatz zu empfangen. Zehnfach.
bedeutet 10 Fässer. Sieht wie ein alter Keller aus. Es riecht nach altem Wein. Sind diese Fässer noch gefüllt? Ist hier jemand? So, wir haben hier auf jeden Fall mal ein paar kleinere Schätze und ein Artefakt auch. So, wir können die kaputt machen und dann fließt das wahrscheinlich alles. Ein Schacht. Ich sehe etwas am Boden, aber ich komme nicht ran. Pass auf, wir machen mal was. Zehnfach. Zwei. Drei. Ja. Fünf. Sechs. Dann müssen wir das abschließen. Sieben. Der Wein hat den Schacht gefüllt und bringt mir meinen Preis. Jetzt müsste ich ihn erreichen können. Ein Trinkhorn. Sieht kostbar aus. Oh, cool. Ein guter Fund. Schätze Britanniens abgeschlossen und das Rätsel damit gelöst. Hey, das war ja cool. So, das ist... Jetzt habe ich vorhin noch beschimpft über die doofen Rätsel. Das war mal ein cooles Rätsel. Das war mal eins der cooleren Sachen. Schade, dass wir den Wein jetzt allerdings so verschütten hier. Trotzdem, das war mal... eines der netteren Rätsel. Davon, von sowas dann gerne mehr. Ich glaube, wir kommen hier auch wieder raus, tatsächlich. Und wir haben auch einen Fertigkeitenpunkt bekommen dadurch. Das ist nett. Das ist wirklich nett gewesen. So, einmal ganz kurz hier die... Achso. So, wo sind wir denn jetzt eigentlich überhaupt? Da sind wir jetzt. Wow. Wow. Cool. Dann können wir eigentlich gleich mal das Artefakt holen. Wir hätten wahrscheinlich... Ne, hier nicht durchgekommen. Ja, cool, dass wir wenigstens das so gemacht haben. Dann können wir auch gleich noch das Artefakt hier holen. Guck mal an. Ist das hier oben drauf oder was? Wo ist denn das? Da oben auf dem Baum. Okay, dann müssen wir von da hinten hoch. War zwar jetzt nicht unbedingt das, was wir machen wollten, aber hey. Ne? Guck mal, schöne Spur gelegt hier. Und da ist der Hauptgewinn. Sehr, sehr cool. Und guck mal. Zur Feier des Tages. Können wir sogar noch hier runterfliegen. Alles, glaube ich, genau so gemacht, wie das Spiel das wollte. Sehr, sehr schön. So, da oben haben wir schon mal wieder eine Quest gesehen. Also, wir haben hier Rätsel ohne Ende. Was wir allerdings nicht gemacht... Ah, guck mal, da ist der Keller. Da müssen wir rein, wahrscheinlich, um diese Schätze zu finden. Das machen wir auf jeden Fall noch. Die Küste, ey. Wir haben ja... Aber das ist auch schon wieder mit der Quest. Ah, hier ist so viel. Hier ist so viel. Hier ist viel zu viel. Mann. Nee. Wir gehen jetzt wieder zurück. Was wir eigentlich nämlich auch machen wollten. Ich komme ja wirklich gar nicht zurecht. Das ist unfassbar. Darüber... Na, guck mal, soweit. Was ist das denn eigentlich schon wieder für ein Ort hier? Ach, das ist das. Der Ort, wo wir hin wollen. Wir müssen nur... Ich glaube, wenn wir hier runter reiten, kommen wir auch wieder zu diesem Höhleneingang. Den wir vorhin gesehen haben. Genau, das ist nämlich hier das Wasser. Und da sind wir nämlich in diese Höhle rein. Sehr gut. Und ich hätte mal... Hier sind wir nicht so willkommen, oder? Wenn ich entdeckt werde, wird das unschön. Ja. Wir werden mal runtergehen. Ich will wissen, wo diese Treppe ist. Die muss irgendwo hier sein. Ach, hier müssen wir schon wieder was kaputt machen. Das ist so... Okay. Dazu müssen wir einmal fliegen. Weil wir müssen gucken, wo finden wir hier was zum Anbrennen.
Es würde mich nicht wundern, wenn das Ganze da oben auf der Balustrade ist. Oder unten vielleicht auch. Seht ihr es? Dann schreibt es in die Kommentare. Ja, ich weiß, dass da die Quest ist. Kann natürlich hier irgendwo in dem Lager hier sein. Aber hier sind eher Hunde und Tiere. Sieht nicht so aus, ob hier was ist. Ach Mann, das ist so dämlich in der Hinsicht. Aber ich bin halt aber auch so, ich kann jetzt nicht einfach weglassen, ne? Ich kann jetzt nicht einfach sagen, nö, das haben wir jetzt nicht. Okay, also davon sehen wir es leider nicht. Da hinten, guck mal. Da. Direkt geradeaus. Ganz, ganz viel. Dann gib mal her. Das ist ein bisschen doof, aber gut. Wir leben damit. Ne? Jetzt müssen wir mal gucken, wo war das jetzt? Wir sind da rein. Das heißt, wir müssen da irgendwie reinkommen. Wie kommen wir denn jetzt? Achso, über den Baum, ne? Ja, hier über den Baum, klar. Der Baum ist auch sehr cool, sehr günstig für uns gewachsen. Damit Ivo hier draufklettern kann. Ich finde das sehr nett vom Spiel. Und dann können wir das nämlich hier runterfallen lassen. Ja, und fang an zu fackeln. Das war... Wir springen da gleich runter. Unfassbar. Nimm gleich den großen Pott. Wirklich. Wirklich! Spiel! Manno, lass mich doch einmal das machen, was ich möchte. So, das ist schon mal die erste Hürde, ist schon mal hier auf diesen Baum zu klettern. So, dann die zweite Hürde ist tatsächlich das Ding hier. Wir können... Ich sag ja, wir springen einfach hier runter. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, ne? So. Wir machen auch gar keinen Lärm, finde ich auch gut. Okay, der brennt jetzt da unten. So, wir lassen uns mal wegbrennen. Das haben sie ganz cool gemacht, diese Öleffekte. Finde ich auch ganz nett grundsätzlich gemacht. Die Feuereffekte, ja, ist okay. Insgesamt landschaftlich das Spiel trotzdem gut. AC Valhalla schon ein cooles Spiel. Die Dialoge mag ich hier besonders. Die Story-Elemente mag ich besonders. Ich finde das Ganze recht immersiv. Aber es sind so ein paar Sachen, die einen so ein bisschen rausreißen. Und dazu gehört auf jeden Fall mal... wir sind auf jeden Fall in der richtigen Richtung unterwegs. Das ist sehr wichtig. Diese ganzen Rätsel. Das sind mir zu viel einfach. Ist zwar nett, dass man natürlich irgendwie es dem Spieler nicht zu einfach machen möchte, aber man muss es ja auch nicht übertreiben. Ich finde... Hier wird... Na? Ah ja, gut. Hier wird ein bisschen... Aha. Sag bloß, wir kommen jetzt nicht von dieser Seite hier rein. Ihr wollt mich veräppeln. Wir brauchen einen anderen Weg. Finden wir einen anderen Weg. Da. Guck mal. Das dürfte doch der andere Weg sein. Das sieht besser aus. Ja, ein bisschen westlich. So, reicht schon. So, ich würde mal sagen, wir gehen mal nach links. Ach, guck mal an. Ich glaube, wir sind hier sogar in so einem Codex-Geschichtsraum, ne? Ja. Bruderschaftshaus, klar. Oh, cool. Haben wir lange nicht mehr gehabt. Und ich habe mich letztes Mal auch schon gefragt, wann wir mal wieder eins haben werden. Finde ich gut. Oh ja, wir müssen schwimmen. Leider auch unsere Fackel im ersten Mal. Ja, wir müssen. Wir brauchen eine Tür oder sowas. Klemmt, ist auf die andere Seite. Ja, das würde sagen, da hoch, oder? Das wäre wahrscheinlich die erste Sache. Warte mal, wo ist denn. Ist hier im Wasser noch irgendwas? Was haben wir denn hier? Naja. Wir haben hier vor allem einen Vorsprung, den wir hochklettern können. Naja, an der Tür. Finde den Schlüssel. Können wir hier runter?
Das ist auch Wasser, ne? Ja, ich will hier runter. Das Coole ist, wir sind im Wasser besser als nicht im Wasser. Jetzt haben wir schon mal den Schlüssel hier. Da ist auch ein Schätze. Aber Schritt für Schritt. Ja, da kommen wir erstmal den rein hier. Guten Tag. Ich finde es super angenehm, dass wir das jetzt alles im Vorbeigehen mitnehmen. Das war dann doch besser Quality als Love Life, als ich dachte. Ja. Ja, ich dachte jetzt. Dass wir jetzt hier durchkommen, aber. Hä? Schade. Ah, da. Oh, nee, warte mal. Können wir auch in die andere Richtung tauchen nochmal? Nee, weitere Richtungen gibt's hier nicht. Hier ist sonst auch nichts. Da kommen wir nicht durch, okay. Dann sind wir jetzt wieder in der Rätselfalle, in der Rätselhölle gefangen. Da hinten ist auch noch ein Weg. Okay, da können wir nochmal reingucken. Da hinten scheint noch was zu sein. Können wir hier auch Schwinge, die schwingen, rüberschwingen. Ja, okay. Damit sind wir hier und kommen aber auch. Oh, da ist auch Wasser. Okay, hier geht's nochmal weiter. Ja, das ist halt ein. Ist halt ein Tauchadventure, ne? Oh Gott. Das ist ein krasses Tauchadventure. Wir müssen einen Gang weiter. Den nächsten Schlüssel finden wir wahrscheinlich hier, oder? Ja, finde den Schlüssel. Da ist ein Schlüssel. Ich weine in diesem Spiel. Es ist unfassbar. So, wir brauchen jetzt 1000 Schlüssel. Also einer ist da. An den kommen wir meines Erachtens so nicht ran, oder? Weil hier auch eine Schlüsseltür ist, die wir nicht durchdringen können. Oder können wir durch diesen Schlitz irgendwie diese Tür aufmachen? Da hinten, ich befürchte, nein. Aber wir können gucken, ob wir da irgendwie reinschießen können. Dass wir irgendeine Tür aufmachen können, indem wir da reinschießen. Wir konnten da ja schon reingucken. Das möchte ich jetzt gerne nochmal probieren. Genau, hier war nämlich auch zu. Muss von der anderen Seite versperrt sein. Ja, das wissen wir. Lass uns mal. Genau, und hier war nämlich nur Schwimmen. Okay. Das ist eins. Da ist der Schlüssel für den Raum mit dem anderen Schatz. In diesen Raum kommen wir wie folgt rein. Indem wir klug antizipieren und wir hätten wahrscheinlich dadurch das Ding schießen sollen. Von der anderen Seite. Ja, wir gehen nochmal zurück. Ja, das ist genau das, was ich machen wollte. So, hier die Tür. Und dann schießen wir da hinten die Tür auf. Ja, ja, klar. Ja, wir legen die Fackel ab und wir legen die Fackel ab und nehmen uns den Bogen und dann und witzigerweise können wir sogar die Tür auf. Ne, die Tür. Ja, da kommen wir nicht ran. Oder? Mit ein bisschen. Mit ein bisschen Schummelei. Nee, ne? Ist, glaube ich, vom Spiel nicht gewollt. Pass auf, wir haben die andere Tür auf. Dann, ist alles gut. Da habe ich. Ich habe nicht drüber nachgedacht, dass da noch eine Tür ist. Deswegen habe ich, glaube ich, vorhin nicht drauf geachtet. Macht's ist aber so einfacher, ne? Genau. Nochmal bitte hier die Fackel an. Danke. Und alles einsammeln. Was hier so rumliegt, ne? So, nimm die Codex-Seite.
Arbeitet von diesem Tag an in Stille, sprecht weder eure Namen aus, noch die Namen eurer Familie oder Freunde, denn sonst wäre es ein tödlicher Kompromiss und eine nutzlose Geste. Trachtet nicht nach Anerkennung oder nach Ruhm oder nach Entschädigung für eure Pflicht. Sucht nur das Licht, wie schwach es auch am Horizont aufflackern mag. Die Frau hielt inne und lächelte kaum merklich. Zum ersten Mal seit ihrer Ankunft wirkte sie zufrieden. Wir sind die Verborgenen, wir alle auf ewig vereint in unserer Einsamkeit. Möge es immer da so sein. Sie nickte kurz, drehte sich um und ging lautlos auf den Ausgang hinten in der Halle zu. Der Raum blieb eine Zeit lang still, bis Meister Harkor das Schweigen brach, indem er uns zu unseren Nachmittagsstudien drängte. Euklid war das Thema jenes Tages und inmitten raschelnder Schriftform machten sich die Lehrlinge an die Arbeit. Einige Stunden später fand ich mich im Garten vor dem Grab von König Alexander wieder. König Alexander, hallo? Ah ja, König Alexander, meines Standesgemäßes. Aß Datteln und sinnierte über die Lektionen des Tages und über die Frau, die uns so viel zum Nachdenken gegeben hatte. Ich war so tief in Gedanken versunken, dass ich Magas nicht bemerkte, der mich mit einer Berührung an der Schulter aufschreckte. Ein aufregender Tag, nicht wahr? Sagte er, aufgekratzt von einem derartigen Gast verehrt zu werden. Artenordnung vom Rückzug, das hatten wir schon mal öfters gelesen, dass wir alles hier machen sollten. Die wurden ja, wie gesagt, oder sollten, mehr oder weniger, weichen. Auftrag der Verborgenen, das kennen wir, glaube ich, auch schon. Den Schlüssel wollen wir natürlich aufnehmen. Die Truhe wollen wir plündern. Das ist der Verborgene, cool. Dann können wir das hier, glaube ich, auch aufschließen. Codex-Seite haben wir. Alles gelesen haben wir auch. Hinrichtung. 4 Jahrzehnte Republika sind immer nachgiebig. Das Bürgerrecht aller Außenseiten kontrahent. Ja. Okay, das haben wir auch. Gut. Dann können wir eigentlich hier raus. Und wir müssen jetzt, glaube ich, wieder schwimmen. So wie wir es vorhin gemacht haben, war es eigentlich schon gut. Und zwar gehen wir jetzt hier links rum. Da die Treppe hoch und sammeln uns noch den Kupfernickelbarren ein. Und dann kommen wir auch noch an den nächsten Schatz. Guck mal, kriegen wir sogar noch ein paar. Na wunderbar. Nehmen wir noch die Truhe. Und finden uns noch ein paar schöne Rüstungen hier. Finden uns noch ein paar Pfeile. Ich glaube, dann kommen wir hier auch wieder zum Ausgang, oder? Ja. Ne, da geht's nicht raus. Ach, hier. Genau, das war, glaube ich, das, was wir nicht bewegen konnten, ne? Mhm. Es ist aber auch viel zu dunkel hier, um hier irgendwas zu zeigen. Und dann... War das hier runter? Runter hier rechts, ne? Da hoch. Komm mal, boah. Vielleicht sollte ich mich hier lieber vermummen. Ach ja, Quatsch. Nein. Guck, schon sind wir wieder draußen. Sehr schön. Dann können wir hier durch die... Durch die Wand. So, dann haben wir das geschafft. Sehr, sehr gut. Dann können wir jetzt, würde ich sagen, wirklich mal über diesen Weg hier... Ich hoffe, das ist nicht unten. Das wäre jetzt doof. Dann lassen wir das natürlich. Ich renne jetzt nicht mehr runter. Und hier können wir irgendwann rechnen. Das brauchen wir aber auch nicht. Untertauchen brauchen wir auch nicht. Ich möchte tatsächlich jetzt... Ach, ich will nicht aus der Stadt raus. Hallo, falsch. Oh, warte mal, ist das hier runter? Ah, ja, ja, ja. Guck mal, nochmal so kleinere Schätze hier, aber den habe ich nicht übersehen. Ah, das war der falsche. Blutbefleckter Fetzen, Gott hat mich gesegnet. Ich habe den Hort von Exwin entdeckt. Er ist tatsächlich mit dem Reichtum von König bestattet worden. Ich habe ihn gefunden, nach Monaten rastloser Suche. Leider haben mich diese Banditen den ganzen Weg von Grünkester verfolgt. Ich kann hören, wie sie draußen suchen. Betrunken und rauflustig, aber sie werden mich nicht finden, wenn... einfach aussitze. Außerdem gibt es hier ein paar leckere Pilze, in denen ich mich laben kann. Vor allem hast du uns hier ein bisschen Stoff, Erz und Erz wiedergebracht. Das ist viel, viel cooler. So, und dann haben wir noch den kleinen Schatz. Dann haben wir hier nochmal was. Da gehen wir als nächstes hin.
richtig heute in Artefakt und sonstiger Manier. Haus des Aldermanns. Ach, guck mal, das ist ja da, wo wir uns treffen sollen. Da haben wir bestimmt immer noch mal ein schönes Kletterpartie-Tutorial. Ja, genau. Das sieht gut aus. Aber bevor wir da jetzt also hochgehen, gehen wir natürlich erstmal hier hoch. Und ich muss eigentlich sagen, wir müssen unbedingt noch mal zwischenspeichern. Aus Gründen, ihr wisst es ja. Das soll ja nicht abschmieren, das Spiel. Ich werde also noch mal ein bisschen mehr Licht machen. Ja, sagte er, und es ist direkt unter uns. Ah, Mist. Gut, dann ab nach unten rein und dann machen wir das so, wie wir eigentlich das gedacht haben. Anscheinend hat Aldermann Birstan diese Ruine zu seinem Langhaus gemacht. So schlecht geführt wie sein Land. So, wir gucken mal rein. Estrid ist eine gute Frau. Die hat er gar nicht verdient. Natürlich sagst du das, Eldred. Du hast ja auch eine Sau im Schlafrock geheiratet. Meine Sveterun ist eine ehrenhafte Frau, du Zungenklaffer. Und eine sehr gute Köchin. Ja, bevor wir die ansprechen, ich muss erstmal hier... Wenn Birstan nicht bald zurückkehrt, wird mehr als nur Wein auf seinem Boden vergossen. Bitte, niemand ist erfreut über diese Warterei. Lasst uns... Nein! Wo bist du? Da wollten wir nicht hin, oder? Du, nur ein Schrei von mir und die Wache kommt. Nimm die Waffe runter, Herrin. Ich bin Eivor vom Rabenclan und auf Geheiß deines Mannes hier. Noch eine Dänin. Ich bin Estrid, die Frau des Lords von East Sexe. Wie du vielleicht gehört hast, ist mein Mann nicht zu Hause. Boah, ey, dieses Französisch klingt ja noch französischer, als es man sich vorstellen kann. Ist Sex. Ich kann das nicht mal nachmachen. Mann, verdammt. Ich will es nachmachen können. Wie gut ist das bitte? Okay. Wo ist er? Dann werde ich mit dir reden. Du bist keine Sechsin? Du sprichst nicht wie jemand von hier. Wo kommst du her? Diese verregneten Sümpfe und nebligen Hügel sind Gottlob nicht meine Heimat. Ich komme aus dem Frankenreich. Mein Großvater war auf fränkischem Boden. Er sprach von einer Eroberungslust, die der unseren ähnelt. Meine Eroberungen sind leider auf launische Tane und ehrlose Männer beschränkt. Jedes fränkische Feuer ist erloschen. Ich bin es leid, Sachsen zusammenzutrommeln. Ist dein Mann gefangen, betrunken oder auf Abwegen? Er jagt im Wald nach Wild und ignoriert die wichtigen Angelegenheiten von East Sexe. Deswegen ließen wir dich rufen. Wenn ich ihn finde, erinnere ich ihn an seine Pflichten. Das wäre ein Wunder. Sein Lieblingsjagdrevier liegt südwestlich von hier. Die Lavendelfelder ziehen seine Beute an, so Gott ihm helfe. Mit etwas Glück wurde er noch nicht gefressen. Doch ich kehre zurück. Oh, die soll bitte nie wieder aufhören zu sprechen. Das ist so gut. Das ist so gut. Ich weiß nicht warum, aber es ist unfassbar gut. Es macht, also für mich persönlich, ich krieg... Es, also ich weiß nicht warum, aber es ist nicht so, dass ich dieses Französisch... Aber ich finde, es ist einfach Geduld so gut gesprochen. Ist eine gottgefällige Tugend, Edred. Weil selbst die Heiligen wären es leid, darauf zu warten, dass Birstan seinen Bogen ablegt. Estrid, wir müssen über die Belange des Landes reden. Mit okay, wir müssen Birstan suchen. Davon mal abgesehen. Aber wie gut das bitte gesprochen ist. Unfassbar. So, wir haben nochmal so eine Saga-Seite gefunden. Das ist letztendlich auch nochmal ein Artefakt. Da ist noch ein weiteres. Also wir haben hier ganz viele Artefakte auch. Cool. Ist das andere auch hier in dem Dorf, in dem Haus? Oder... Nee, es ist weiter weg, ne? Okay. Ja, aber wir werden zumindest mit uns mal ein bisschen erstmal hier umgucken in der Stadt. Das war's jetzt schon. Wir hätten jetzt gar nicht mit denen reden müssen, sondern wir werden tatsächlich mit ihr reden hier. Witzig. Aus Versehen richtig zu... Also Estrid. Jetzt schon Favorite Character aus der Region hier. Richtig gut. Richtig, richtig gut. So, Fertigkeiten. Wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Wir waren schon inzwischen bei Blau, ne? Naja. Unaufhaltbar. Im Sprint kann ich geblockt werden. Mächtiger Ruderschlag. Ah, wir wollten, glaube ich, aufgeladener Schuss machen. Ja. Ja, vielleicht machen wir das auch mit dem Bogen nochmal, mit dem... Du zuckst nicht, ne? Finde ich auch irgendwie gut. Einen Punkt haben wir nur bekommen, ne? Krass. Warum? Ach so, wegen dem Rätsel wahrscheinlich haben wir einen Punkt bekommen. Gar nicht mal wegen dem Aufstieg, dem Stufenaufstieg. Estrid.
hat mich ein bisschen verzaubert mit ihrer französischen Sprache. Ich kann es nicht nachmachen. Es klingt wahrscheinlich total bescheuert, wenn ich das sage. Aber das ist, das erfreut mich. Wirklich. Wirklich in einer Art und Weise, die ihr euch nicht vorstellen könnt. Ich möchte, dass wir noch ganz oft mit Estrid sprechen. Estrid darf uns Gary ja auch mit in unsere Siedlung folgen. Sie ist ja anscheinend auch, ja, sie ist Fränkin, aber ja anscheinend irgendwie doch mit dänischen Wurzeln. Ich war so abgelenkt von ihrer Sprache. Oh Mann. Für sie würde ich sogar Randvi stehen lassen. Ich sag, wie es ist. Für Estrid würde ich alles machen. So, lass uns mal gucken, dass wir dieses Artefakt da noch bekommen und dann gucken wir uns erstmal ein bisschen in der Stadt um. Bevor wir nach Birstans Lager suchen, erstmal ein paar römische Artefakte sammeln. Gibt ja genug hier. Ist das oben auf dem Dach oder ist das unten im... Nee, da ist es. Guck mal. Cool. Ich muss auch mal einfache Gegenstände geben. Ah, guck mal, das. Ah, sieht schon sehr römisch aus hier. So, das Lager ist da, in diese Richtung. Das ist doch gut. Das ist letztendlich auch die Richtung, wo wir sowieso wahrscheinlich hin müssen. Wir waren noch nicht in Wulfarwick. Das Gute ist, hier ist überall schon ausgeixt, wo wir schon waren. Trotzdem, das würde mich noch interessieren. Vielleicht ist das nochmal ein Spottstreit oder sowas. Ist das ein großer Schatz? Das ist auch nochmal ein großer Schatz. Also die drei Sachen würde ich ganz gerne noch machen. Und wir können hier theoretisch würfeln, trinken brauchen wir nicht. Aber... Oh, so, ja, das hier erstmal, ne? Bevor wir irgendwas anderes machen, erstmal den Synchronisationspunkt natürlich. Den ganz vergessen. Wir sind hier in der Stadt und haben uns noch nicht mal hier groß umgeguckt. Boah, das ist wirklich saurömisch. Man fühlt sich gleich wie in Odyssee. Ich hab zwar noch selber nicht gespielt, aber wahrscheinlich die Vibes davon. Wenn wir mal gucken, wie hoch sie dann können. Schreibt mal in die Kommentare, wie hat euch Estrid gefallen? Also, war das auch für euch so überraschend? Und ich weiß auch nicht warum, aber ihre Stimmfarbe ist so klischeehaft französisch. Und das ist das, was ich meine, warum ich dieses Spiel mag. Ich finde diese Dialoge einfach traumhaft gut gemacht. Also wirklich von den Dialogen her im Spiel, wenn man sich in die Story verlieren möchte. Gut, Kampfsystem auch total cool. Hat diesen typischen Wikinger brutalen Action-Kram. Finde ich super gut, aber die Dialoge nochmal echt top. Dafür auf jeden Fall Props an das Spiel. Das macht mir hier am meisten Spaß. So, wir haben die Synchronisierung abgeschlossen. Wunderbar. Und dadurch gleich nochmal 1000 mehr Sachen gefunden. Cool. Auch nochmal eine Nebenquest hier auf dem Weg zu dem Lager. Also hier ist auch echt viel los, ne? Krass. Wir haben auch einige. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Rätsel sehe ich hier einfach mal. Schon offen. Nein, da waren wir noch nicht mal in Wulfarwick. Okay. Ich würde aber sagen, das passt gerade so gut und ich weiß nicht, was wir alles noch machen müssen und wer weiß, ob wir hier nicht noch längere Zeit sind. Das nächste Mal machen wir weiter. Plan wäre jetzt für uns, hier erstmal alles zu erkunden, dann über die Bornhöhle zum Lager zu gehen und uns den nächsten Aussichtspunkt zu uns ranzuholen. Dann gibt es hier noch einen Eiferer und so weiter und so weiter. Viele, viele Dinge, die wir machen können. Und ich gucke nochmal kurz im Inventar. Was haben wir denn jetzt erkannt? Da haben wir irgendwas aufgedeckt. Ah ja, nochmal ein römisches Artefakt, genau. Ja, sehr schön. Also ihr seht, wir haben viel zu tun hier in East Exe. Und ich hoffe, dass wir Estrid noch ganz, ganz oft sehen und sie noch ganz, ganz oft mit uns reden will. Unfassbar gut. Also wenn das in dem, diesem Frankenreich DLC nur so ist, dann muss ich das leider noch spielen. Mal gucken. Ich guck mal. Ich will nicht zu viel versprechen, weil ich habe auch schon wieder Bock. Mir juckt es in den Fingern. Auch wenn Azir Valhalla toll ist, aber ich habe auch schon echt Lust auf das nächste Spiel so, ne? Denn diese Diskussion werden Coach und ich irgendwann nochmal führen bezüglich dieser Spielerlandschaft derzeit. Ist jetzt erstmal egal. Aber grundsätzlich, ich hatte auch schon wieder Bock auf ein neues Spiel. Deswegen weiß ich nicht, wie viel. Ja, wir sind jetzt hier auch schon bei 140 Folgen plus. Da kommen noch einige und wir sind immer noch in der Hauptstory. Wir haben immer noch ganz viele Regionen vor uns. Das heißt, wir sind noch lange nicht oder noch ganz lange nicht am Spielende.
Das heißt, ich würde super gerne auch noch weiterspielen, aber ihr seht selbst, ne, wir haben viele Sachen. Und klar, es ist cool, nochmal Sachen wie die DLC-Geschichten zu machen, ne, wie Asgard und so weiter ins Frankenreich. Aber das ist einfach zu krass. Ne? Also, bleibt dran, wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Ciao.